Also wir haben vor allem also eigentlich eine Art Helm gebaut, bestehend aus einem Kinderhelm und einer Kuchenform. Und da drauf war dann die 360-Grad-Kamera, mit der der Kameramann übrigens immer in so einen komischen Zwergengang irgendwie gehen musste, damit er mit der Kamera eben nicht über Augenhöhe der Protagonisten war, der Schauspieler war. Und zudem haben wir uns auch was mit dem Ton überlegen müssen, dass wir einen 360-Grad räumlichen Ton hatten, haben überall um die Kamera herum Mikrofone gemacht und ja, also man musste sich schon einiges einfallen lassen, um irgendwie mit dieser neuen Technik irgendwie was Gutes zu machen.